Hallo, kann ich bitte eine Ahoi-Brause haben? Okay, gerne doch, du Sauer. Im nächsten Leben dann, hau's rein. Und damit willkommen zurück zu Pixelmon. Wir befinden uns wieder an unserem Spawnpunkt, denn, ich bin ja beim letzten Mal ziemlich weit geflogen und das war wirklich eine sehr harte Sache. Ich bin immer noch dabei, mich davon zu erholen, wie weit wir eigentlich von unserem Spawn weg waren. Die Suche war ja klar, wir brauchten eine Arena. Wir wollten unbedingt eine Arena finden, deswegen habe ich mich ja mit Zirlo und mit Pokémon Tutorial TV auf den Weg dahin gemacht. Vergeblich, denn wir haben keine Arena gefunden. Das Gute ist aber, ich habe immer noch ein paar Arenen auf Lager und die werden wir heute besuchen, zusammen mit unseren Pokémon hier. Und ja, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor, aber na, fangen wir erstmal mit Pikachu an und werfen ihn aus, beziehungsweise geben ihm einen Stein, und zwar den Donnerstein, denn ich mache Pikachu jetzt zu... Raichu, wenn ich weiß, wie das geht, ich werde es euch wissen lassen. Ich hoffe, das funzt hier auch. Hallo, nehm ihn an. Oder muss ich hier irgendwie auf, Wie kann ich Pikachu jetzt entwickeln? Wie mache ich das? Vielleicht ihn auswerfen? Und ihm einfach mal den Donnerstein geben? Wie wäre das denn? Perfekt. Nice. Alles klar. Pikachu entwickelt sich und ich würde auch ganz gerne mal sehen, wie das Ganze aussieht. Da haben wir es. Pikachu entwickelt sich zu Raichu. Da haben wir es. Nice. Dein Pikachu wurde zu einem Raichu. Nice. Und damit hätten wir jetzt ein stärkeres Pikachu am Start. Ja, also ein Pikachu, das jetzt auch nicht so hart verreckt. Wollen wir direkt mal anfangen? Ja, heilige Scheiße, machen wir. Aber ich pack dafür... Nein, nicht Minecraft schließen. Was geht's? Nein, nicht Minecraft schließen. Hasse es. Es ist echt, wow. Ihr müsst wissen, es ist halt echt bitter. Dieses verdammte... Seht ihr dieses GGG? Ich würde diese Suchleiste auch entfernen, wenn es geht, aber es geht nicht. Und die ist so hart im Weg. Es regt mich ultra auf, ey. Es ist echt zum Heulen. Ah, gut. Komm, wir wechseln mal Raichu aus und, beziehungsweise Glutexu aus und geben... Wird jetzt hier einfach mal einen Funkensprung in die Fresse und sehen, hey, das klappt ja auch eigentlich ganz gut. Ja, danke dann nochmal an, ich glaube, Sephiron für den Donnerstein, denn er hat den Gönjamin gemacht, hat mir den geschenkt. Vielen, vielen Dank. Okay, jetzt aber mal hier Lörres auf den Tisch, ja. Klatschen wir mal den Lörres richtig hart auf den Tisch und gucken mal, wie wir denn am besten jetzt zu einer Arena kommen. Ich habe das ja irgendwo hier schon mal so weit... Ja, ich würde schon fast sagen, archiviert, ja. Und es gibt eine Arena, die übelst weit von uns weg ist. Und es gibt eine Arena, die semi-weit von uns weg ist. Und da gibt es ja auch schon direkt die Möglichkeit hinzugehen. Das machen wir direkt auch mal. Und zwar ist die Arena, ich glaube, in dieser Richtung. In Richtung der blauen Lichtsäule oder als grünen Lichtsäule. Das ist halt die Lichtsäule, die ich mir gesetzt habe. Und da in dieser Richtung wird auf jeden Fall die Wasserarena sein. Deswegen würde ich sagen, komm, wir laufen dahin. Regenerieren uns vorher nochmal ein bisschen. Denn das Ding ist auch, ich habe gehört, die Arenen passen sich an dem Level meiner Pokémon an. Und ich habe einen Trickyfaul auf Level 67. Und was soll ich sagen? Raichu wird rasiert werden, wenn die Pokémon in der Arena auf Level 60 um den Dreh sind. Das wäre nicht so geil. Ach ja, die machen ein bisschen Welle. Läuft doch bei euch. Es wäre halt nicht so geil, wenn ich sag mal, ja... damit im Level 36 Raichu ankomme, mit welchem wir eigentlich eine gute Chance hätten in der Arena. Bloß leider wären die ganzen Wasser-Pokémon auf Level 60, deswegen... kritische Situation. Ich hoffe auch, dass in dieser Nähe auch eine, ein Markt ist und natürlich auch ein Pokémon-Center ist, wo ich natürlich auch direkt auf das Pokémon-Lagerungssystem zugreifen kann, um halt die zu starken Pokémon aus meinem Team zu entfernen. Damit die nämlich, ja... ich sag mal... außen vor sind, damit wir nämlich hier natürlich auch ein Team haben, das in etwa dann auf dem Niveau ist der Arena-Leiter. Weil mein Team ist nämlich sehr, sehr... ja, wie soll ich sagen, es ist... Levelmäßig schwankt es sehr hart. Ja, wir haben wirklich sehr schwache Pokémon. Wir haben relativ starke Pokémon am Start. Wir haben Glutex auf Level 19, das ist übelst wack. Wir haben Trickyfalo auf Level 67, das ist übelst stark. Und ich denke mal, daran wird sich auch die Arena orientieren, am Level von Trickyfalo. Wir gucken aber mal. Vielleicht habe ich es einfach nur irgendwie falsch gedeutet oder es muss gar nicht stimmen, dass
die Arena-Leiter oder generell, dass die Arena sich an dem Level meiner Pokémon anpasst. Was aber auch trotzdem Sinn machen würde, weil wie soll das Spiel denn sonst erkennen, wie man niveautechnisch da reingeht? Also du kannst ja nicht, weiß nicht, sagen, hey, ich gehe einfach mit meinen Level 5 Pokémon dahin und hoffe, das klappt dann auch. Also, ich denke mal, da wird sich bestimmt irgendwas... Ich komme gerade nicht runter. Man wird schon sehen, wie das Niveau sich anpasst. Und ich habe halt von verschiedensten Leuten gehört, die dieses Let's Play aufnehmen, auch die dieses Projekt hier bringen, dass das Ganze halt ungefähr so sein soll, ja, dass sich die Arena an das jeweilige Levelniveau anpasst. Und da wäre mein Team relativ wack, wie gesagt. Und deswegen gucken wir einfach mal, ja. Ich meine, zur Not, ich weiß nicht so ganz, wie weit bin ich noch von der Arena weg? Also, 900 Meter klingen jetzt noch nicht viel, aber wenn ich sehe, hey, jetzt noch 600 Meter, das ist ja schon relativ weit, aber ich nehme euch trotzdem mal mit, weil vielleicht treffen wir sogar noch das ein oder andere coole Pokémon auf dem Weg. Das ein oder andere legendäre. Da haben wir natürlich erstmal so einen Rockara, glaube ich. Hier haben wir einen Funpi, das ist jetzt nicht relevant so. Wir könnten hier auch trainieren und so, aber gegen ein Level 5 Funpi kämpfen, nein, danke. Ja, brauche ich nicht. Ist nicht so ganz nötig. Aber krass, die ganzen Spots, die ich halt bekommen habe in Sachen Arenen und so, die wurden mir alle zugetragen von, ich glaube, Justin, also Solo. Und man sieht auch, er ist gut rumgekommen, wobei ich aber auch von anderen Projekteinhabern gehört habe, dass die wohl auch sehr weit sein sollen. Die haben auch schon sehr viel erreicht und ich weiß nicht, ob ich da jemals rankommen kann. Keine Ahnung. Also, erstmal natürlich, sorry, dass jetzt so lange kein Pixelmon kam. Es lag nicht daran, dass ich keinen Bock hatte, das aufzunehmen und so. Dafür läuft das Projekt halt auch einfach viel zu gut. Ganz ehrlich. Es ist halt meine eigene Dummheit, dass ich es nicht gemacht habe. Oder dass ich keine weiteren Aufnahmen mehr gemacht habe. Es war übelst dumm von mir und... Ist das ein Nugget oder so? Eine Wechselhülle. Aha. Lag hier einfach so rum. Ja, kann man machen, Brudingus. Kann man machen. Ja, aber ich glaube, es kam jetzt 2 Wochen lang kein Pixelmon mehr. Und es tut mir wirklich leid. Ich würde es ja auch eigentlich gern täglich bringen. So ist es ja nicht. Ne? Ich meine, gerade wo der Pokémon Switch-Hype am Boomen ist und so, wo man sich denkt, Alter, noch wenige Tage und Pokémon Switch wird angekündigt. Gerade in Bezug auf Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli und so. Da wäre es halt schon schlau gewesen, einen gehörigen Vorrat aufzunehmen und dieses Projekt auch natürlich auch täglich kommen zu lassen. Nur ich kam nicht dazu. Es tut mir leid, so echt. Gerade zur Zeit vom Japan-Tag, wo ich eigentlich auch nochmal 1, 2 Parts aufnehmen wollte, damit sie halt am Japan-Tag-Wochenende kommen, kam auch nichts, weil ja, Justin, also Solo, jetzt vor ein paar Tagen zu mir gekommen ist und da kann ich halt nichts aufnehmen dann. Das ist ja, ne, logisch. Aber ja, ich will mich jetzt ja auch nicht irgendwie rausreden oder so. Ich hatte Lust gehabt, aber diese Motivation, Minecraft anzuschmeißen, dann war auch irgendwann mal der Fall, dass hier ein fetter Polizist steht. Oh. Bleibst du hier? Mal ganz kurz hier ein bisschen switchen. Ah, wobei, komm, wir gehen einfach mal so da rein, machen den Kampf gegen den Trainer. So, was hat der erstmal am Start? Ein Snubbul. Da kommen wir mit unserem jetzigen Pokémon nicht weit. Also mit Glutexo. Deswegen... Ah, wobei, wir haben Raichu draußen. Kann das sein? Ja, haben wir. Okay. Dann vielleicht doch. Wir machen mal den Ladungsstoß. Let's go. Und das sieht ja auch eigentlich ganz gut aus. Hat relativ viel abgezogen. Bei uns aber auch. Elektroball hat gerichtet. Und noch ein Snubbul. Interessant, Tendo. Kommen wir mal direkt noch einen Elektroball und das zieht aber sehr viel ab. Mehr als ich dachte. Und ein Hunduster. Habe ich ein Wasser-Pokémon am Start? Eigentlich nicht, nein. Weil Hunduster ja vom Typ Feuer ist. Da könnten wir aber auch mit Alola Geowatz regeln. Ich dachte immer, es wäre Mega Geowatz, dabei ist es Alola Geowatz. Es tut mir leid, ich bin sehr dumm, Tendo. Hallo, ja, guten Tag. Und das ist nicht zu affilisieren mit dem YouTuber. Ja, danke schön. Alles klar. Gut, den hätten wir besiegt. Weiter geht's. Aber erstmal snacken wir uns was. Und ach,
Wir laufen ja gerade voll in die falsche Richtung. Was ist denn da los? Ab zur Arena, Brudingos. Let's go. Ein Ponita. Genau, nice. Da haben wir noch ein fettes Tauros. Und da hätten wir auch schon direkt die Stadt mit der Arena. Und oh, danke schön. Dann werden wir heute mal gucken, dass wir die Arena auf jeden Fall klatschen, Brudingos. Aber nochmal das Thema, um darauf zurückzukommen. Ja, also, es tut mir leid. Ich versuche ab jetzt wieder regelmäßig Pixelmon zu bringen. Ich denke, ich werde auch heute diverse Parts aufnehmen. Nicht nur einen, sondern auch ein paar mehrere. Damit ich auch da natürlich einen Vorrat habe, der sich gewaschen hat. Wie ein Kind nach der Geburt im Geburtsbecken. Oder wie ein Kind nach der Taufe. Klar. Hallo. Officer Joy, was geht? Oder heißt du Jenny? Jenny, okay. Ist das der englische Name für Officer Joy oder so? Oder warte mal kurz. Schwester Joy? Officer Joy? Nein. Ich habe keine Ahnung, aber gut. Da hinten hätten wir auch schon die Arena, Brudingos. Auf geht's, ich bin bereit. Wir switchen... Wir switchen nur, wie gesagt, ganz kurz mal das Team um. Denn Raichu ist hier für die Arena wichtig und nicht Glutexo. Ich will nicht hier auf Anime-Serie machen, aber... Feuer-Pokémon sind schwach gegenüber Wasser-Pokémon. Ja, das ist richtig. Und deswegen halte ich besser die Schnauze und genieße das Leben. Pikachu, mein kleiner Bruder. Guten Tag, was geht ab, mein kleiner Bruder? Kommen Sie ran. Komm her. Kleines Schwein. Hier läuft einfach ein Pikachu rum und das sogar noch in sehr kleiner Ausführung. Hört euch das mal. Okay. Läuft. Es war klitzeklein, aber ja gut, ich hab dich geklatscht. Okay, Brudingos, hier sind wir. Was gibt's? So, willkommen in der, Wasserarena. Der Arenaleiter hier liebt Wasser und wird dich richtig rausschmeißen. Wir werden sehen, ob deine Pokémon diesem Sturm standhalten können. Alles klar. Ich hoffe es zumindest, ja. Ich denke auch, dass es hier vielleicht, okay, da kommen wir nicht hoch, weil hier überall Gläser im Weg sind. Da müssen wir hier wohl durchschwimmen. Und ich denke auch, hier sind natürlich auch die ein oder anderen Trainer am Start, die uns natürlich erwarten. Und da haben wir auch direkt schon mal den ersten. Genau. Es ist ein ausgeglichenes Battle, steht da. Ausgeglichen, das heißt, wir werden wohl eine Chance haben, hoffe ich jetzt mal. Nur, ausgeglichen kann alles heißen, ne? So, ja. 2 und Level 67, da geht's nämlich schon los. Ja, das ist es. Ja. Das ist das Problem. Sie passen sich ans Level von Trikefalo an und das kann nicht sein. Deswegen müssen wir gucken, dass wir schnellstmöglich den Kampf verlassen, weil so haben wir hier keine Chance. Das ist das Problem. Ja, hier ist Feierabend für uns. Komm, wir flüchten mal. Tut mir leid, aber... Hey, ich will raus hier. Ich komme hier nicht raus. Dankeschön. Oh, okay, dann müssen wir Trikefalo rausziehen, weil der pusht halt das Levelniveau zu krass nach oben. Ich würde sagen, Geowatz lassen wir drin, weil diese drei Level, die kratzen jetzt auch nicht so krass an der Oberfläche. Wie man, glaube ich, so schön zu sagen pflegt, oder? Ich weiß nicht so genau. Oh, hallo, Zirpeise, was geht? Heißt das Ding Zirpeise? Ich hoffe es. Ich glaube schon. Wobei, lass uns doch erstmal im Shop vorbeigucken, damit wir uns auch erstmal eindecken können mit weiteren Pokébällen und so weiter, ja? Macht ja auch vielleicht Sinn. Komm, wir verkaufen ein paar Sachen. Und zwar verschiedenste TMs, wobei Voltwechsel... komm, wir brauchen das Geld. Wenn ich von Solo höre, er hat irgendwie... Bei Drachenpuls. Drachenpuls ist so geil, ey. Das würde ich eigentlich ganz gerne Trikefalo geben, ja? Oh, ja, geil. Fokusschuss verkaufen wir und sonst kaufen wir uns natürlich erstmal... Gar nichts hier bei den TMs, ja, Mann.
Sondern wir gehen mal zur Verkäuferin und kaufen uns da. Habt ihr auch Pokebälle für mich? Oder wollt ihr mich abziehen? Dankeschön. Ich habe die Dame gerade eben auch angesprochen, aber okay, kein Problem. So, direkt mal ein paar Pokebälle kaufen. Dann noch ein paar Superbälle hinterher. Wir haben das Geld ja gerade noch ein bisschen am Start, deswegen... Gönjamin. Ich hoffe, dass mein Inventar nicht voll ist, sondern dass hier... Ah, okay, perfekt. So, dann natürlich auch wichtig, direkt mal ein bisschen Wasser zu kaufen, also Heilmittel und so, ganz klar. Wie sieht's aus mit Beleber? Haben wir auch Beleber am Start? Ich glaube nicht. Nee, dann scheiß drauf. Dann halt eben kein Beleber. Dann wohl eher Selbstmord. Okay, wir fangen schon mal mit der Arena an. Ich bin mal gespannt, ob wir sie heute schaffen oder ob wir das Ganze in zwei Teile splitten. Bin ich mal sehr gespannt. Let's go. Lass uns direkt mal anfangen. Okay. Oh, ein Voltilam. Ja, moin. Geheilt habe ich mich auch. Ah, warum? Ach, scheiße. Ich wollte für Trikefalo auswechseln. Ich habe es voll vergessen. Ja. So, packen wir direkt mal Trikefalo rein. Es tut mir leid, aber du ziehst mein Niveau ein bisschen zu krass hoch. Togetic kommt auch raus, brauche ich nicht. So, wir gucken, dass wir die Arena zusammen mit Raichu rocken und ich denke mal, jetzt sollte das Niveau eigentlich ganz gut sein. Jedenfalls habe ich gehört, dass wenn ich die Pokémon auf die Bank setze, dass das Niveau dann runtergesetzt wird in der Arena. Das heißt, dass dann natürlich das Twido nicht mehr auf Level 40 oder 67 ist, sondern eher so auf meinem Niveau Level, ja, 40, weil unser Geobatz auf Level 40 ist. Okay. Die Frage ist, war das gerade eben der Arenenleiter oder einfach nur ein random Trainer? Weil das macht ja eigentlich keinen Sinn, da direkt den Arenenleiter hinzustellen, oder? Ich weiß nicht. Wir kommen hier schon mal vorbei, aber hier geht es direkt weiter. Okay, also ich denke mal, es ist halt irgendein random Trainer halt. Genau. Twilight Level 40, ihr seht's. Das Niveau hat sich quasi runtergesetzt. Alle, die das hier spielen sollten, wenn ihr ein richtig starkes Pokémon habt und ihr wollt andere Pokémon hochtrainieren, dann und ihr noch eine Chance haben wollt, dann packt das stärkste Pokémon weg, sodass das Niveau sich einigermaßen auf das Pokémon spezialisiert, das ihr natürlich noch Maintain benutzen wollt. Und das ist in meinem Falle Raichu. Und das hat nicht getroffen. Ich wollte... Okay, Raichu hat Scheiße gefressen, aber... okay. Interessant. Ich wollte gerade sagen, so, wieso senkt sich erstmal die KP von Twido um so ein bisschen und geht dann richtig schnell runter? Ich habe keine Ahnung. Wir werden jedenfalls jetzt mal gucken, dass wir ihn reinpacken, weil es tut mir leid, aber wir müssen halt... wir müssen Raichu heilen. Das hat keinen Sinn. So, wir haben ein bisschen Tafelwasser gekauft. Nutzen wir. Und jetzt können wir sogar mit Geobatz vielleicht noch einen Angriff starten. Mal gucken. Er ist ja auch vom Typ Elektro. Leider ist er zu langsam. Also hätten wir vielleicht mit Geobatz auch noch angreifen können. Ist leider nicht so. Scheiß drauf. Und ich sehe, Raichu ist noch gar nicht voll geheilt. Was soll der da? Was ist das denn? Wie viel heilt das Tafelwasser hier hoch? Sind es nicht normalerweise 50 oder so? Steht das hier überhaupt? Nö. Also eigentlich muss das Tafelwasser ziemlich viel aufheilen. Hat es jetzt hier nicht getan in dem Falle. Aus irgendeinem Grund. Es heilt wohl nur 30 KP. Hat man jetzt irgendwie gesagt, okay, wir scheißen auf den Trank, scheißen auf den Supertrank und geben einfach so ein Tafelwasser oder so. Ich habe keine Ahnung. Na gut, lasst uns mal gucken, dass wir mit dem Ladungsstoß ganz gut Damage ziehen. So sieht's aus. Nice. Jetzt haben wir noch Gold King auf Level 40. Und mein Ladungsstoß trifft einfach gar nicht so. Ja, kennt man. Es ist richtig geil so. Macht auch Sinn, ne? Ich meine, klar, kennt man.
Ja, damit hätten wir das verkackt. Ja, es tut mir leid, aber was soll ich machen? So, wenn Raichu nicht trifft, dann kann ich dagegen auch nichts machen. So, warum? Hat der Langstoß, was hat das bitte für eine Genauigkeit? 50 oder was? Wisst ihr, ich will nicht jedes Mal auf Tryhard machen und irgendwie mich durch die Arena try and erron. Aber was soll ich denn machen? Ich meine, ich gucke mir jetzt gleich mal an, warum Ladungsstoß nicht so krass trifft. Und wieso hat mein... Wieso hat es bitte wieder KP abgezogen bekommen? Ey, ich check das nicht. Es macht keinen Sinn. Ey, ganz ehrlich, das hat mich auch so ein bisschen... Ich muss ganz ehrlich sein, ne? So, der Grund, warum ich manchmal auch kein Pixelmon aufgenommen habe, ist, weil mich dieser Server ultra aufregt. Nicht wegen den Leuten oder so, die sind cool. Aber mich regt halt diese Bugs regen mich auf. Es war halt so, nachdem ich den letzten Part aufgenommen habe und nachdem Justin mich teleportiert hat, nach Hause zurück, ist mir aufgefallen, hey, mein Trikofalo ist weg, mein Glumanda, das ich gefangen habe und das ich auch zu einem Glutexo entwickelt habe, ist wieder ein Glumanda. Das macht gar keinen Sinn. So, also, mein Spielstand auf dem Server wird erstmal nicht gespeichert. Zweitens, jedes Mal, wenn ich Pokémon auswerfe, bekommen die automatisch Schaden. Ich verstehe das nicht. Es macht keinen Sinn, so. Ich würde es gerne verstehen, aber ich kann es nicht verstehen. Es macht keinen Spaß, so, wenn ich immer in Kampf reingehe und auf einmal 26 KP verliere. Das macht ja keinen Spaß. Wie soll ich denn so anständig kämpfen? So, und Schaden kann das Raichu auch nicht bekommen haben nach dem Auswerfen, weil ich es auch gar nicht ausgeworfen habe. Und wenn ich es ausgeworfen habe, dann auf diese Bretter. Und wie soll das Raichu da Schaden bekommen? Diese Bugs regen mich einfach auf, weil so bekomme ich jetzt wieder so einen Schaden reingedrückt, dass ich eigentlich wieder vergessen kann, hier zu gewinnen. Ich weiß nicht. Es macht mir keinen Spaß. So. Das ist auch so ein Grund, warum ich dieses Projekt nicht aufgenommen habe. Weil es einfach gar keinen Bock macht. Es bockt nicht, so aufs Maul zu kriegen. Wisst ihr, was ich meine? Es macht einfach keinen Spaß. Das fuckt einfach übel ab. Ich weiß nicht, ey. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Also, ab einer gewissen Zeit fängt es halt richtig an abzufacken und keine Ahnung. Weil jetzt können wir halt wieder neu starten, weil Pikachu gerade eben diesen, oder Raichu eben diesen Schaden bekommen hat. Wofür ich einfach nichts kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann da einfach nichts für. So, das ist immer bei Gold King abkackt. Liegt nicht, ich kann nichts da. Ihr habt es ja gesehen. So, versuchen wir es noch ein weiteres Mal. Ja. Ich liebe es. Und auch schon wieder hat Raichu Schaden kassiert. Es ist echt lustig, oder? Es ist echt geil. Das Lustige ist ja, ich werfe Raichu nicht mal aus. Ich laufe in den Trainer rein und komme direkt in den Kampf. Warum bekommt Raichu Schaden? Wieso ist das nur bei mir so? Ist es auch bei den anderen Kollegen so, dass sie halt Schaden kriegen, wenn sie ein Pokémon auswerfen oder nicht auswerfen? Ich habe keine Ahnung, aber so macht das Spiel halt gar keinen Spaß. Ey, mal jetzt ehrlich, das kann doch nicht sein. So, wie soll ich denn so mal einen Arenaleiterorden bekommen, wenn man halt nur auf die Fresse bekommt? Es macht echt keinen Spaß, wirklich. Und ich weiß, ich muss diesen Trainer nicht besiegen, aber ich mach's trotzdem, weil ich einfach die Erfahrungspunkte mitnehmen will und weil ich auch diese, wisst ihr, eine Arena ist für mich erst dann abgeschlossen, wenn ich alle Trainer besiegt habe. Ja? Stand jetzt. Ich kann das noch früh genug ändern, wenn ich kann. Aber ich bin der Meinung, so ein Kampf ist für mich erst dann, oder eine Arena ist für mich dann erst abgeschlossen, wenn ich mich um jeden einzelnen Trainer gekümmert habe. Na gut. So, ich sneak mich mal an den dran. Vielleicht bekommt mein Raichu ja doch dann keinen Schaden. Mal gucken. So, ach ja, guck mal, jetzt kein Schaden bekommen. Alles klar. So, wieso kommt jetzt gerade kein Schaden bei rum? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich gerade die Brille abgesetzt, wo das wahrscheinlich erklärt worden ist, warum. Aber gut. Ja, jetzt kann ich erstmal wieder auswechseln. Kennt man. Wir gehen direkt mal zu ihm. Heilen auf. Was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Wir müssen heilen, weil sonst hat Raichu gar keine Chance mehr. Und Raichu ist in dieser Arena meine einzige Chance. Es ist einfach so. Hoffen wir, das ist jetzt reicht so. Ja. Wir können auch mal den Elektroball machen und sehen. Ich kann nichts dagegen. Ich kann doch nichts dagegen machen. Ja. Ich kann nichts dagegen machen. Weil jetzt hat halt Geowatz gar keine Chance. Und ach ja, genau, hat wieder nicht getroffen. Ja, kennt man. Wisst ihr, diese Motivation, ein Spiel anzumachen, es aufzunehmen, wenn man genau sieht, ey, du hast Probleme, die halt andere, die dieses Spiel auch spielen, nicht haben. Es fuckt mich einfach ab, weil warum? Weiß nicht, wurde im letzten Part, so oder nach dem letzten Part, mein Team so nicht gespeichert von dem,
wie ich es hatte, so Trikefalo. Ne? Warum war das nicht mehr in meinem Team, nachdem ich es bekommen habe? Wieso war Glutexo nicht mehr Glutexo, sondern nur noch Glumanda? So, warum wurde generell mein Team nicht abgespeichert? Sowas fuckt ab. Es fuckt ab, wenn ich in den Kampf reingehe und schon direkt zu Anfang... Jetzt ist der Trainer natürlich unsichtbar und ich habe wieder Schaden bekommen. Es ist natürlich geil. Wisst ihr, was ich meine? Was auch richtig geil ist, wenn ich den Kampf abbrechen will und hier rausgehen will und ich darf nicht. Wisst ihr, das sind alles so Sachen, die fucken mich halt ab und ich habe halt auf dieses Spiel wirklich eigentlich keinen Bock mehr so. Weiß nicht, also jetzt weiß ich wieder, warum ich dieses Spiel nicht mehr spielen will. Weil mich einfach diese ganzen Sachen abfuckt, weil ich hier nicht aus diesem scheiß Kampf rauskomme und ich will mich hier nicht besiegen lassen. Ich will ja nicht noch mehr Zeit verschwenden, indem ich meine Pokémon besiegen lasse. Und dann nach 10 Jahren hier rauszukommen, wisst ihr? Und wenn man einfach sagt, hey, ich will diesen Kampf abbrechen und dann ist er dieses 10 Meter große Tohaido, was einen auch so richtig abfuckt, weil es halt einen wieder immer und immer wieder in den Kampf reintriggert. Es fuckt einfach alles ab und es macht halt irgendwie gar keinen Spaß, so, keine Ahnung. Klar, es ist hier ein Fangame und nicht offiziell und natürlich kann man verstehen, dass es hier so ein Hobbyprojekt gewesen ist, so ein Hobby-Fanprojekt und ja, ist so, ja, gut, dafür habe ich ja Verständnis, aber ich habe halt kein Verständnis dafür, wenn ich halt solche Fehler in diesem Spiel bekomme, die andere halt nicht haben. Was soll das denn? Ich will auch halt nur ganz normal Pokémon spielen im Minecraft-Stil und ich kann nicht, weil dieses Spiel mich nicht lässt. So, dieses Spiel fuckt mich einfach nur ab. Was soll ich denn machen? Weißt du, wir laufen jetzt hier seit 10 Minuten hin und her und versuchen diese scheiß Arena zu machen. Meine Güte. Ja, Twido setzt hier und da mal sein Schutzschild ein, deswegen treffen wir nicht, aber ja, okay. Es macht halt sein Boost, jetzt kriegen wir auf die Fresse. Es ist immer das Gleiche. Immer. Jedes Mal. Es ist jedes Mal die gleiche Scheiße. Ich merke das. Ja, ja. Es macht halt einfach... Es macht keinen Spaß. Keine Ahnung. Es macht mir einfach keinen Spaß. Weißt du? So, man hat hier einfach keine Chance in der Arena. Man hat hier keine Chance, wenn du einen Reitschuh hast. So, es geht nicht. Weil Twido erstmal sein scheiß Schutzschild macht. Das macht er immer. Weißt du? So ein Spasti, ey. Es macht halt keinen Spaß, weißt du? Und dann die ganzen Spielfehler so. Weißt du, bekommst deine Pokémon nicht gespeichert, die du dir aufgebaut hast. So ist halt auch richtig geil. So kann man, hat man auch auf jeden Fall Spaß beim Spielen, weißt du? Keine Ahnung. Ich versuche jetzt irgendwie diese Arena zu machen. Und wenn es geklappt hat, zeige ich es euch so. Wenn ich, also, ja. Ich werde in diesem Part noch diesen Typen besiegen. Wenn es geklappt hat, zeige ich es euch. Natürlich hat Golking die Fähigkeit Blitzfänger. Und ich kann natürlich damit auch gar keine... Ja, Elektroattacken mehr durchkommen lassen. Deswegen haben wir immer verkackt. Ja, ist echt geil so, muss ich sagen. Ist richtig gut so. Macht auf jeden Fall Bock, jetzt in die Arena zu gehen. Ja, keine Ahnung. So, ist mir jetzt scheißegal. Wir bringen Trikefalo Drachenpuls bei, wenn das funktionieren möchte. Ich weiß ja nicht so, wie das vom Spieler ist. Ob das gönnen will, so, keine Ahnung. Ich merke schon, das wird mir noch verrecken. So, wir haben Drachenwut. Das hat eine Stärke von, keine Ahnung, gar nichts. Irgendwie nur 40 KP Schaden, genau. Schallwelle kannst du vergessen. So, machen wir nicht. Biss lasse ich vielleicht drin, aber Brüller kommt raus und wir haben Drachenpuls gelernt. Ja, und jetzt mit dem Drachenpuls will ich natürlich gucken, dass wir in der Arena rasieren. So, ich muss natürlich nochmal mein Team heilen, weil muss man ja machen, so Gönnung, ne? Wisst ihr, ich wollte alles in diesem Part durchrattern, aber es geht, ihr seht, es geht nicht so. Die ganzen Spielfehler und so, ich kann nichts dafür, ja. Ich kann nichts dafür. Okay, nice. So wie es aussieht, kann ich Golking mit der Drachenpulsattacke vernichten. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, war es das? Kommt noch was? Dankeschön. Ich glaube, ich habe ihn besiegt. Alles klar. Brudingos, dann wäre ich für heute raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ich werde offscreen gucken, dass ich Trikefalo wieder entferne vom Team, damit Raichu beim nächsten Mal wieder selber die Chance hat, um anzugreifen und so. Deswegen wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Part in der Arena wieder.